So, nur nicht. So, hallo zusammen. Scheinbar hat OBS gar keinen Bock gehabt auf uns. Wir haben nur einen Tag. Also, ihr habt nicht viel verpasst. Ja. Mel und ich sind losgelaufen. Mel und ich sind losgelaufen. Ich habe Mel getriggert. Wir sind zurückgelaufen und machen das jetzt nochmal. Sehr gut. Auch die HK, ne? Noel, willst du jetzt nochmal den Plan erklären, den du gerade schon mal erklärt hast? Also, folgender Plan. Wir. Ja, machen viele Dinge. Ja. Sehr gut. So, Nummer 1. Also der Plan ist, dass uns das gleich auf den Anfang auf den Winter vorzubereiten. Sobald es am nächsten Tag. Dafür müssen wir einige Vorbereitungen treffen. Und zwar brauchen wir dafür Wärmestein und am besten warme Kleidung. Mhm. Und die kriegen wir. Aber von Bifluss kriegen wir die warme Kleidung. Die Wärmesteine kann man uns aber so craften. Und ja, dann machen wir uns am nächsten Tag auf und suchen die Sachen. Mhm. Hoffen, dass wir irgendwo Büffelos finden. Dass wenn du diese Forschsachen unbedingt essen willst, dann kochst du wenigstens vorher. Ja, genau. Ich esse das, was in der Kiste ist, weil ich denke, das ist fertig. Nein, da sind immer unfertige Sachen drin. Aber vielleicht habe ich gerade die ganze Kiste da gegessen. Justin! Ja, ich weiß es doch nicht, Bruder. Ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus. Ich esse das, was grün ist, esse ich. Dann machen wir die Kiste, wo Essen fertig ist. Nee. So, auf jeden Fall kein Holz. Also nehme ich mir die Sachen hier raus und esse die, oder wie? Kann sehen. Ich meine, für ihn macht es eh keinen großen Unterschied, weil er ein Roboter ist, aber... Ja, deswegen. Und gekocht hat deutlich mehr. Ja, tut mir leid. Bruder, ich kenne das Spiel nicht. Ich hab irgendwie auch so gerade die Kamera verstellt. Hilfe, krieg ich die Kamera Q wieder gedreht. Und E. Okay. Haben wir noch Samen, die wir anpflanzen könnten? Ich hab noch Tree und Pinecorn. Ich weiß nicht, ob du das. Ja, so hast du keine Samen. Muss ich beides tun. So, das kann ich noch. So, wer ist noch irgendwer gerade am Verhungern? Nein. Schon. Komm her, Leon. In Lager. Warte. Da, aber nicht alle auf einmal. So ein... Danke. So, da sind doch noch Seeds. Warum hat keiner gehört? Ja. Ich hab gerade eine, da wäre reingefahren. Ich hab noch ein Seed hier, warte. Da gibt's Seed. So steht da Seed. Danke. Kann ich hier von dem Feld noch was scannen? So, nee. Mal hier anpflanzen. Braucht ihr für irgendwas Night Fuel, ne? Nightmare Fuel, aber ja. Dafür ein super Processing. A big boost of the processing power will get this turning. Ah, damit, dann geht mein, mein. Oh, was scannst du hier? Hier ist doch gar nichts. Ist sie. Hat die irgendwas. Das Nightmare. Das Nightmare-Ding. Ah, das ist gut, weil das muss ich nicht scannen. Find ich gut, weil ich sehe das nicht. Kann das irgendwer töten? Können wir es nicht, weil keiner von uns slow genug ist dafür. Okay, schade. Dann ist es slow, ne? Nein, das ist jetzt noch zu riskant, das jetzt zu machen. Okay. So, das kann ich gleich noch anpflanzen und dann können wir los. Okay, ich bin bereit. Ja, nein, ich leg dir hier wieder die Axt. Ding hin für das Feld, ne? So, dann ist da noch ein Samen drin. Brauche ich Dach noch. Das Sessing habe ich zwar, aber ich kann ihn nicht einstecken, weil ich noch mein. Weil ich erst ein Gier brauche. Ich brauch ein Gier nur. Ey. Ja. Wie kann ich denn irgendeine Waffe machen, womit ich die Dinger töten kann? Der kühlt die Eisbox, der Kühlschrank braucht. Nein, es geht nicht um die Waffe, Leon. Es geht darum, dass deine Sanity tief genug sein muss. Für Gears. Nicht für Gears. Ich rede davon für Gears, wie wir die Viecher töten. Okay, nun, los geht's. Bist du ready? Warte, ich nehme mir noch was zu essen mit. Wir finden da bestimmt. Ja, das ist Krug, das nehme ich mit. So, ins Loch. Ja, ich komme sofort. Ich koche mir hier noch irgendwas. Ich wollte vorher noch anders.
Okay. Wo gehen wir am besten hin? Da haben wir noch nicht komplett erkundet. Das heißt, wir gehen da lang wandern. Justin, herkommen! Antreten, junge Dame. Mitkommen. Okay, da bin ich wieder, sorry. Hier wurde gerade ein Eis gebracht. Ich habe übrigens keinen Inventarplatz, ne? Das wäre eine dumme Idee, aber ja gut, dann nehme ich das zurück. Ja, ich sowas wie den Strawhead kann ich ja wieder hinlegen, oder nicht? Die brauche ich nicht unbedingt. Naja. Ich habe auch zwei von diesen Processing Units, die brauche ich ja nicht beide. Oh genau, nimm mal die Bären oben mit Leon. Nein, nicht Leon, Justin. Oben. Ja, warte, ich habe keinen Platz, warte, ich lege die Straw Roll hier einfach wieder hin, ne? Ja, leg einfach Zeug weg, das brauchen wir nicht alles. Wobei, dann nehme ich die Bären, weil ich schon welche davon im Inventar habe. Ich pflanze die Bäume einfach eben kurz an, die von den Dingern, die ich noch habe. Ich komm dir gleich eh hinterher, ich glaube eh schon mal. Naja, solange du mich noch siehst, ist es fein. Wenn man auf 0 ist beim Hunger, ist man direkt tot, oder? Du verlierst dann dein Leben, das hatte ich schon. So, ist hier irgendwo was? Hier sind OP-Bären und Frösche. Ah! Hab ich angegriffen. Ja, du hast dein komisches Werkzeug da fallen lassen, ne? Das machen Frösche. Dein komische Schere liegt da. Da. Ja, komm mir hoch. Komm mit, Justin. Ich hab nur noch 40 HP. Dann ess was, damit du dich heilst. Beziehungsweise ess was. Okay, hier sind Fallen. Hier sind die Fallen von dir. Oh, man verliert sehr schnell Leben. Ja, das genau. Ding ist, ich habe immer nur noch 60 Hunger, obwohl ich da zwei gekochte Sachen gegessen habe. Die haben mir gar nichts gebracht. Anna, hast du was zu essen zufälligerweise? Ja, was du jetzt essen könntest, wäre der hier. Was gibt's? Sonst müsstest du die hast schon du noch mal was zu essen, weil ich bin nur noch bei der Hälfte und kann mich nicht regenerieren. Nimm, aber nicht alle. Nur so viele, wie du musst. Die Hälfte wäre ja noch schön. Probiere ich immer unter einem Viertel zu halten. Und wenn dein Essen, wenn deine Hungerleiste voll ist, braucht sie auch länger, bis sie leer geht. Die ist jetzt bei 118, 120 ist Max. Das heißt, kann ich noch eine Beere essen? Nee, ich würde es nicht tun. Ist nicht mehr. So, komm, Justin, weiter geht's. Moment, nevermind, es geht bis 125. Ich habe noch eine gegessen. Hehe. Komm, Justin. Ja, ich komme. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen wohnig. Boah, Bruder, auf dem Weg bin ich ja so viel schneller. Komm mit. Ne, wir gucken erstmal hier unten. Ich hoffe, die finden wir bald, die Tiere. Das ist sonst einfach extrem nervig. Wäre cool, wenn ich dir so ein Speed-Modul machen könnte. Wir sind aber keine Roboter. Egal, steckst du woanders hin. Ne, danke. Also hier gibt's extrem viel Essen. Falls wir mal brauchen. Okay, das sind böse Bienen, aber ich nicht drauf. Willst du die 13 Stück wieder zurückhaben? Oder soll ich die einfach mal übernehmen, falls ich Hunger habe? Ja. Wobei, ich lasse die einfach mal bei mir, falls ich Hunger habe. Oder falls ich Hunger werde. Wenn ich Platz mangel habe. Meine Menschen. Die muss ich nicht scannen, oder? Ach, bestimmt. Hier ist also noch ein Wurmloch. Oh. Na, wir gehen erstmal weiter. Ja. Wir laufen erstmal die Wege ab. Ja. Ja, das war ein schneller Weg hier drüben. Das ist ein Schwein, Alter. Okay, hier ist gut, hier in dem Gebiet ist Vorsicht angesagt, Justin. Weil? Ihr könnt Tag ausstellen. Wenn du so Blubberblasen auf dem Boden siehst, lauf davon weg. Warum? Siehst du diese Blubberblasen da oben über mir? Ja. Was machen die? Oh Gott. Aber hier ist Papyrus. Daraus kann man Papier herstellen. Das ist toll. Das sind irgendwelche komischen Moskitos. Ah, die greifen mich an. Au! Ah, ich wurde gestochen! Stechen mich ab! Hast du noch ein Gemüse oder so? Wollen wir wieder gehen oder willst du hier noch Papyrus mitnehmen? Nein, wir gucken mal. Das Gebiet ist aber gut, weil ich brauche Papyrus für alle meine Bücher. Der Weg sollte eigentlich recht safe von den Dingern sein. Da ist der Chaos. Okay, ich laufe schneller als die Dinger. Auf dem Feld. Auf dem Feld. Gewachsen. Ja, genau. Das ist so sehr schön, das Gebiet. Oh, Bruder. Ja, unter 50 Leben. Ich fress einfach Blumen. Das ist ein bisschen sehr groß. Hier jetzt auch. Was ist das da oben? Da gehen wir nicht hin, Justin, da sind Wölfe. Wir gehen wieder. Ja. Wir gehen einfach wieder zurück, ne?
Ah ja. Mein Ding piept, der will den Wolf scannen, weil Hilfe. Hilfe! Okay, jetzt bin ich gerade doch froh, dass ich das Speedmodul habe. Du kannst hier das, was ich hier raushol, gleich essen. Dann das Tolle ist halt, man kann Monster halt so schön aufeinander Agro machen, wenn man es irgendwie nicht hat, muss man sich gegenseitig angreifen. Dann greifen die unter dem Boss und so an. Sag mal deinen Hungerstand, bitte. Hast du eine Fackel? 47. Warum habe ich eine Fackel? Ja, okay, ich habe 31, dann ist eigentlich egal. Ich habe eine Fackel, ja, warum? Haben Sie uns das auch? Ich esse, dann esse ich. Ihr müsst nicht lange durchhalten. Ja, alles gut, ich kann noch einen machen. Dann haben wir. Ich guck mich gerade noch mal einmal kurz um. Dann gehen wir nochmal nach oben. Aber wir haben ja ein sehr großes Gebiet mit viel Papyrus gefunden. Das ist oh, gut. Das fällt ja richtig geil auf. Die wachsen auch nach, oder nicht? Ja, ist irgendwo. Ja, klar. Okay. Wir können das auch mit einer Schaufel ausgraben und wenn wir dann quasi Scheiße hätten, könnten wir das bei uns nachpflanzen. Damit brauchen wir ich weiß nur nicht, wo ich Sachen finde zum Nachpflanzen, weil. Hä? Das sind die Samen, die unter anderem gedroppt werden, wenn du absinkst. Wenn du abfarmst, sind da auch manche so spicy Seeds und so weiter. Hier, so ich bisschen aus. Lass mal kurz Baum anzünden. Komm her. Ich habe auch eine Fackel drin. Ja, aber so müssen wir die ja nicht verbrauchen. Leon, kannst du einmal Feuer anmachen? Oh, okay, Björn, ja. Warte, ich hab. Oh, warte. Es ist Vollmond. Okay, wir können weitermachen, Justin. Es ist Vollmond. Das sind Glühwürmchen, ich brauch die. Ach nee, die brauche ich. Ja, brauchst du. Du hast gar keine. Okay, Leute, es ist Vollmond, wir können weitermachen. Bei Vollmond kann man nämlich einfach weiterlaufen, weil ne hell. Okay. Okay, hier oben ist Essen und das ist dann gut. Ah, deswegen Tag 11 ist dann erst Vollmond, am zweiten Tag. Also nein, das ist aber nur das Mondzeichen. Ja, genau. In zweiten 10 Tagen ist dann Winter. Okay. Ja, komm. Das passiert dann, heißt es, es passiert alle 10 Tage was? Nee, aber du hast einfach, wenn du oben rechts in die Ecke guckst, siehst hast du doch so ein Zeichen für den Mond. Und wenn die Mond und in welcher Mondphase das Spiel beginnt, ist komplett random. Ich glaube, hier oben ist was. Ich brauche aber irgendwas auf Fireplace. Wie baue ich einen Cache, oder brauche ich dafür so eine Maschine? Ja, komm erstmal mit, Justin. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir haben gerade andere Prioritäten. Die Dinger sind die. Nee. Vollmond, stimmt, da war ja was. Was passiert dann? Die Schweine werden zu Wehrschweinen. Ja. Die sollte man meiden. Oh, sie also macht das Spiel fertig. Okay. Kurz navigieren. Oh Mann, was ist das für ein Rotz, dass wir das scheiß Biom nicht finden? Umwackeln, umdrehen! Ich lauf schneller. Nimm ihn, ich bin schneller weg. Aha, tschüss! Nein, Launch Attack jetzt. Okay, ist wieder normal. Ja. Warte. Ich genieße das gerade. Hier ist eine Anwendung zu unserem Zuhause. Ich geh mal sammeln, ne? Ich muss die Spinnen scannen, aber die werden direkt getötet. Wir haben ein Schweinedorf gefunden. Hallo, Herr Schweinekönig. Muss ich den scannen, Herr Schweinekönig? Hallo, Herr Schweinekönig. Komm, Justin, wir gehen mal weiter. Ich kann den, warte, lass mich mal den wieder mitnehmen. Tschüss, war schön mit Ihnen zu reden. Kommst du? Wie kommt ihr gerade klar ohne uns? Ja, es geht. Oh Mann, warum finden wir dieses scheiß Biom? Was ist das hier? Ist halt, ich hab das mir hinterher. Hä? Hä? Nee. Ja, das will ich beklauen, lass es einfach mal riechen. Oh, hier ist eine. Nein! Wieso sind wir jetzt erst? Hier ist eine Glückmannstatue. Hier kann man sich so einen Freund holen. Justin, komm mal her. Warte, ich komme. Justin, komm mal her. Ich bin unterwegs. Justin. Ja. Hier kann man sich so einen Freund tun bei Vollmond. Oh, schade. Der ihm hilft, oder? Nee, der hat einfach so eine Sanity Aura und ist voll knuffig und süß. Ich sammle mal Blumen, weil meine Blumenkrone ist kaputt, da kann ich vielleicht nicht wechseln. Ja, mach das. Aber ich hab eine Panflöte gefunden, das ist gut. Ach, aber Mann, warum gibt's hier nirgends so dieses scheiß Biom? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin hochgelaufen, ne? Ja, ich guck mich gerade ein bisschen um und sammle ein bisschen Zeug an für meine Sanity. Ja, ich sehe dich wieder. So, Leon, wie viele Steine hast du? Ja. Warte. 80. Okay, das reicht hier brauchen. Du kannst ja schon mal gucken, was man für die Dingers braucht. Besser komm ich mir schon was essen. Komm. Justin? Bitte? Komm.
Warte, ich will kurz gucken, wie viel man. Ich brauch 12 von den Blumen von der Krone, okay. Ja. Ja, aber was ist das bitte für eine rotzgenerierte Welt? Nirgendwo. Normalerweise gibt es die Viecher wie Sand am Meer. Nee. Ja, normalerweise. Wir sind gleich hier, wenn wir jetzt gleich hier rüberschwimmen können, wären wir unserer Basis. Ja, schon, ne? Wir sind jetzt vom Wurm noch bis zu unserer Basis gelaufen. Kann ich scannen, ne? Was ist das hier eigentlich? Ich hab wieder wow. Meine Ausbeute mit den. Oh Gott. Und ich habe diese Juicy Berries wieder abgeerntet. Wir können ja mal hier am Wasser langlaufen, gucken, ob die kann man, könnte man die auch anpflanzen oder nicht? Nein, die kannst du kochen. Aber du kannst den Busch ausgraben, aber solange wir keine Scheiße von den Wifelos haben, tragen die keine Beeren. Wir brauchen halt Dünger, damit die dann wieder wachsen. Wir lernen das mal, sonst diese Beeren sonst jetzt essen. Kann man aber auch nicht mehr überhaupt. Ja, die kocht die ganze Zeit. Du kannst ja irgendwie essen mit. Kriegen wir das dann irgendwie? Ich kann gleich ein Essen mitessen. Ich brauch die ganze Zeit, ja. Wir können die Message in dem Bottle nicht kriegen. Ja, nee, ja, weil wir kein Boot haben. Im Boot wird das gehen. Also, wir haben dieses Juicy Berries, die würde ich sonst auch als nächstes essen. Warte, ich komm jetzt in Bumerang, Justin. Rein. Bumerang. Werfen. Mit 10% Haperkeit, dann kann ich einmal einsetzen. Nehmen wir die Bären mit, Justin. Also da ging es nicht weiter, dann könnten wir vielleicht. Wo war das zweite Wurm noch, was wir gefunden haben? Da, okay. Ja, Leon, hast du das jetzt gegessen? Bitte? Hast du das jetzt gegessen? Nee, das kannst du haben. Ich kann's ja, lass den Rest erstmal hier. Ich würde sonst Bären essen. Und scanne ich schlecht. Ja, dann esse Bären, ist auch gut. Wie bitte? Komm, Justin. Wollen wir noch Bären? Ich weiß, ich würde die aber erstmal hier lassen, weil wie viel hast du denn gerade? 17. Ja genau, ich hab 22, also, wenn die sonst wären die halt auch alle schlecht. Ich hab gleich wieder vollen Hunger, diese Bären, die halt absolut viel. Warte, ich muss irgendwas scannen. Natürlich hier. Justin, komm einfach, lass uns mit dem Scannen jetzt erstmal. Also ich hab meinen Hunger fast komplett aufgeflickert mit denen. Okay. Also wenn du willst, kannst du die sonst dann auch einmal essen. Wo willst du denn zu welchen Wurm noch? Das andere Wurm noch oben. Ich bin jetzt eigentlich auch recht voll. Ich pack die restlichen mal hier rein. Ist die Frage, welches von den beiden Wurm wir haben? Ich hol mir mal das Essen, was da im Topf war. Jo. Das sollte ja morgen noch haltbar sein. Das hier rechts, das jetzt hier rechts kommt, ist das Wurm noch. Komm, Justin. Ja, ich war gerade am Craften. Chill. Justin. Bin sowieso schneller als du. Leon, kannst du das ist Bienenkönigin. Oh, das ist ein Fisch. Ja, ich weiß nicht, wie man pflanzt. Linksklick drauf machen ist es, wenn du. Auf! Okay, oh, dann ist mal alles hier. Ich Fisch hab, los. Mein Fisch. Und nicht essen, ach Mann. Nee, ich hab gerade wirklich schon mal verlassen. Oh, wo sind wir denn hier? Kaktus. Wir waren einfach mal, komm mit. Ah, der hat Damage gemacht. Der Kaktus hat mir wehgetan. Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob du so viel hast, aber ich hab es nicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Wo sind wir denn auf die Map? Wow, wir sind ja richtig weit gekommen. Guck mal auf die Map, Leute. Ja, ich hab's gesehen. Ich hoffe halt nur, dass es hier irgendwo weitergeht, weil sonst habe ich keinen Plan, wo wir das Bild machen. Warte mal eben Feuer schon mal gleich an. Gut, da ist ein Map-Plus. Aha. Ja, scheiße, das Food wird schlecht. Wir sollten zurückgehen. So schnell wie es geht. Ne, mir fällt auch nicht so viel Food aufsammeln, sondern das war vielleicht auch ein bisschen doof. Das ist aber nur so ein riesiges Biom hier von. Ach, guck mal, hier sind. Hier kann man Zeug beschwören. Hier kann man das. Ja, okay. Wir laufen nur gar nicht zurück, oder nicht? Na ja, nee, ich will das einmal ablaufen, weil ich die Hoffnung habe, dass es hier noch irgendwo weitergeht. Also ich habe die Hoffnung, dass hier noch irgendwo ein anderes angrenzendes Biom ist, aber es ist gerade noch Fehlanzeige. Leon, wie ist eigentlich hier das mit dem Gen? Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Was machen? Ja, das orange Biom ist das gerade bei dir. Sanity. 90 habe ich. Geh doch mal, geh mal hier abstehen. Hin. Da kannst du das auffüllen. Nee, das ist nicht. Ich habe quasi meine volle Sanity.
Ach so. Das wird gecapped durch die Anhänger, die ich habe gerade bei mir. Das ist das, was wir brauchen? Ja, das sind diese Dinger. Ich hab hier gerade irgendwie so ein bisschen bei mir, Max. Weil die müsste ich dann einmal scannen, bevor wir die töten. Maximal kann ich, glaube ich, auch 120 Räume so haben, aber. Du hast 200. Das wird ja gecapped durch die zwei Typen, die ich bei mir habe. Ach so. Damit kann ich mir welches Modul machen mit dem Gears Buster? Leon? Jetzt muss ich muss es noch scannen. Ich pack mal hier in die Kiste noch zwei Sachen rein. Die Hand, an der Hand, Hand an der Hand. Was machst du denn, ey? Wegzulaufen. Einfach ab. Ah! Ich hab noch mehr. Bruder! Gar nicht close. Hey Leon, ich würde. Nee, ist nur einer, wow. Warte, lass mich den immer was scannen, bitte. Ich hab hier auch einen kleinen Würstchen gemacht. Was ist? Kannst du hier Bären haben? Ich hab den. Muss ich kein Gear. Du musst Gear scannen, nicht ihn. Hey, da steht aber, ich muss irgendwas scannen. Ja, Gears. So, ich geh wieder. Gears ist das Gears? Nein, ist es nicht. Der droppt die nur. Ja, nee, ich muss aber die Lebewesen immer töten. Gears ist kein Lebewesen. Ich muss aber das Lebewesen immer Ach, dann geht du ihn töten, ich geh zurück zur Base. Ich hab keines mehr. Ich kann den nicht töten, ich muss den scannen, während er lebt. Dann versuch ihn zu scannen, damit er dich nicht tötet. Ich klopfe zurück zur Base. Weil ich noch sehr viel essen, ich will nicht, dass es schlecht wird. Wie heißt dieser Kackstein? Ich suche den ganz ehrlich, finde nicht. Was für ein Stein? Dieser komische Wärmesteintyp. Das ist. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich suche schon die ganze Zeit. Ich habe 8 Wölfe an meinem Arsch! Oder wir streichen, welche Kategorie der ist. Bei Sommer müsste. Nee, bei Winter. Winter-Items. Thermal Stone heißt der. Thermal Measure habe ich. Thermal Stone bei Winter Items. Ah, das sitze ich, ja, okay. Gott. Na komm, maximal. Gehen die kaputt? Nein. Okay, dann ist okay. Also ein nervigen Wolf, der mich nicht in Ruhe lässt. Haben wir eine Alchemie-Engine? Nein, die könnten wir jetzt aber auch noch craften. Die brauchen wir dafür. Zeit. Hä? Zeit lassen. 20 Minuten, wenn es gut geht. Den einen Tag machen wir noch. Ja. Okay. Ist aber gut, dass wir die ganze Zeit gelaufen sind. Ich kann natürlich das Wurmloch craften oder wo ich Mut oder was. Ja, aber ich hatte keinen Bock, noch mehr Psyche zu verlieren. Nein, Justin. Danke. Ah, ja, hier ist RIP. Komm, Speed bringt mir Honig. Weil dieses Speed-Modul nur deswegen. Ich habe aber nur 10 Leben, sehe ich gerade. Vielleicht bin irgendwas gerettet wurde und ich weiß nicht, wie ich heile. Diese Bären hier, da, die Bären. Es ist einfach meine Bären, weil die kurz vorm Ablaufen sind. Habt ihr Essen, sonst bringen wir Essen mit. Wir haben eigentlich überhaupt kein Essen. Die heilen mich um ein Leben, Noel. Also hier ist nochmal wieder. Dann lass uns nochmal ein paar Bären einsammeln. Ich sammle einfach ein paar Blumen, weil die bringen nochmal nicht Leben. Nochmal, Leon, wenn du die einmal nachpflanzen würdest, wäre das super. Ja. Ich brauche vielleicht mal irgendwas, was mir viele Leben gibt. Es gibt Heil-Items, aber die sind. Ist das wässern, Anna, oder geht das so? Wässern? Du kannst ja mit eigentlich denen schon. Reden, aber eigentlich schon, aber das Wässern habe ich, denke ich, hab's vergessen mit dir zu geben. Du hast wahrscheinlich im Endeffekt auch eigentlich auch nur die Wachstumsgeschwindigkeit. Okay. Ich hab noch mal ein bisschen Essen. Das gekocht richtig viel bringen sollte. Ja, ich hab genug. Bis jetzt. Wie viel definiere dein Genug, Leon? Mein Genug ist, meine Hungerleistung sollte voll sein. Bei 104 und wenn ich ein Sandwich esse, ist es wahrscheinlich ganz voll. Das ist noch ein Essen für mich drin und das ist dann kann ich das Sandwich essen. Meine Hungerleistung ist gerade 117. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zum Portal, Justin, gehen jetzt mal zurück zur Base und gucken weiter, wo bin wir dann lang gehen. Ich bin gerade an einem Spawn. Oh wow, spawnen. Hat jemand auf mich gewartet. Ja, ich dachte, du hast gesagt, wir gehen zurück und dann habe ich auf den Weg gemacht. Ja, aber davor habe ich noch gesagt, dass wir noch ein bisschen Essen sammeln. Ja, mit den Pflanzen kannst du halt reden. Schade, ne? Hast du das gemacht? Nee, ich rede normalerweise nicht mit Pflanzen. Dann wachsen die schneller. Okay. Wenn ich hier gleich sterbe, weil das mit deiner Fackel abgehauen ist, dann wird's kritisch. Ich bin jetzt bei dem Wurmloch.
Hopp. Was wir machen können, Hasen, ja, gibt's ja auch. Nee, weißt du, ob ich zurück wollte, weil ich will diese. Ich hoffe, dass wenn ich diese Beeren jetzt kurz brenne oder brate, dass die dann nicht kaputt gehen. Ja, dann geht die. Dann geht das ein Stück nach heute nach oben. Sind sie jetzt jede einzeln kochen? Ach, oder? Ja, natürlich. Hat jemand noch Blumen? Nee, ich hab die gegessen. Ich hab noch 5 Stück. Wenn es wäre super wäre, wenn wir das wieder reinkriegen würden. Ja, mach ich dann gleich, wenn ich da bin. Leon, ich hab noch die Froschfuß. Und die Sache. Okay, ich habe jetzt 20 von diesen gekochten, wenn wir auch irgendwer was zu essen. Hier ist noch was. Ich leg's hier in die Kiste rein. Hier, guck mal, ich hab ganz viel Essen mitgebracht. 21. Die Dinger sollten wir nur zuerst essen, weil die laufen ab. Ich habe 20 HP. Wie fülle ich jetzt mein HP auf? Kann mir das jemand sagen? Durch Heil-Items oder. Ja, Moment. Aber ich habe hier noch mehr Bienen. Habe ich jetzt meine Gießkanne da? Wofür brauchen wir die? Wofür was? Die Bienenstachel. Damit können wir, glaube ich, Giftzeug machen. Also wir haben jetzt 39. Ich glaube, ich muss mich gleich mal. Ich muss mal ein bisschen mit den Ohren kuscheln. Ich glaube, Justin, ist glaube ich sinnvoller, wenn du gleich erkunden gehst und das Zeug und die suchst, weil du bist deutlich schneller als ich. Dann kümmere ich mich hier weiter um die Aussehen. Du wirst die erkennen, das sind große, behaarte Tiere. Das wirst du wohl erkennen. Für mich sah bis jetzt alles groß und behaart aus. Guck mich in den Spiegel. Wo könnte man noch gucken gehen? Also was man noch machen kann, ist vom Wurmloch aus rechts gehen und nach oben, würde ich sagen. Mhm. Dann gehst du dahin erkunden lassen und dann teilen wir uns ein bisschen aus. Du gehst vom Wurmloch aus rechts hin und ich gehe nach Wurmloch aus oben. Okay, du siehst ja die zwei Wege. Soll ich dem unteren folgen, den der schräg nach rechts oben geht? Wenn du aufs Wurmloch guckst, hast du rechts oben davon den Bienenstock, ne? Ja. Dann gehst du einfach vom Wurmloch aus und dann direkt nach rechts am Bienenstock vorbei. Ja, sind noch zwei Wege. Welchen Weg soll ich lang gehen? Den rechten. Den unteren oder den oberen? Den oberen? Hand! Ich sehe den nicht. Da auch. Nee, ich sehe den nicht. Links. So. Wenn ihr sie langläuft, verschwindet sie. Also wenn man... Das darf nicht zum Feuer, richtig? Was darf nicht zum Feuer? Hört man das immer, da ist die Hand wieder. Wenn diese Musik kommt, hört man das, kommt die dann immer? Ja genau, dann kommt immer eine Hand. Oh, Leon, ich hab dir irgendwas blöd in den Tag gelegt, Leon. Ja. Du dazwischen gelaufen bist. Oh, da kommen zwei Hände, ich nehme die unten. Ihr könnt einfach langlaufen. Ihr könnt so lange laufen, bis sie weggehen. Da steckt immer die Musik dann. Ich bin nur gerade schnell meine Sanity ein bisschen aufzufüllen, deswegen. Ich liebe dieses Ohrenteil von Anna, das ist so stark, ne? Was? Die Urne von dir. Ja, die ist toll. Auch wenn wir sie komplett zweckentfremden, weil eigentlich ist sie dafür da, damit du Abigail ganz schnell upgraden kannst. Ja. Abigail, ja, ich glaube das niedrigste, was sie hatte, war bisher 575 HP. Ja, die heilt sich auch wieder mit der Zeit. Die heilt sich auch während sie kämpft schon. Ja, ja. Du kannst ja auch noch so Zeug machen für sie später, von daher. Ja. Oh, ja. Oh, das Ding ist weg. Jetzt? Ja. Ja. Ich gehe schon noch ein bisschen weiter mit der Urne. Ja, Noel. Achso, ja, das war's mit einer weiteren Folge von Don't Stuff Together. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.